Glückwunsch zum Sieg gegen Tabellenführer. Die Schlagzeile morgen in der Zeitung. Ja, was für Schlagzeilen sind, das ist nicht mein Job. Ich freue mich einfach, dass wir dermaßen gut heute performt haben, dass wir es den Gegner unheimlich schwer gemacht haben. Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt, eine schwierige zweite Halbzeit und summa summarum, glaube ich, verdient gemacht. Gehen wir mal in die erste Halbzeit. Ne? Schrecksekunde, Elfmeter für Lotte, 1:0 zurück. Hat man schon gedacht, oh, jetzt geht's wieder los. Ne? Ja, das war sicherlich eine unverdiente Situation. Ob es jetzt Elfmeter ist oder nicht, darum brauche ich gar nicht nachdenken, weil es war Elfmeter am Ende oder wurde gepfiffen. Und schade, dass wir in den Rückstand geraten sind. Auf der anderen Seite haben wir dann die Sachen, die wir vorher nicht konsequent genug ausgespielt haben, direkt im Umkehrschluss dann nach dem Elfmeter, den wir bekommen haben, genutzt. Verdient, glaube ich, deutlich verdient mit der Pausenführung in die Pause gegangen. War ganz wichtig, die Pausenführung. Ja, natürlich. Gegen so einen starken Gegner wie Lotte, die wirklich Qualität vorne in der Offensive haben. In Führung zu gehen ist unheimlich wichtig. Und ich glaube auch, die haben so viel Qualität in der Offensive. Wenn man guckt, was die machen im Schnitt, schießen die 3 Tore pro Spiel. Oder fast 3 Tore pro Spiel. Und in den letzten Wochen immer 4x3x4. Es ist unfassbare Qualität. Und wir haben es heute einfach geschafft, dass die nur 1 gemacht haben. Und das meiner Meinung nach in der Phase super unverdient. Hinten raus, zweite Halbzeit, glaube ich, hätten wir schon das ein oder zwei Dinger auch kassieren können. Da hatten wir das Glück, dass wir in der ersten Halbzeit nicht hatten. So, und haben uns auf der anderen Seite dann einfach so den Sieg erarbeitet. Einige Auswechslungen in der zweiten Halbzeit, positionsgetreu, verletzungsbedingt, taktisch. Welche Gedanken hatte der Trainer? Ja, wir haben jetzt aktuell eine Situation, wo wir gar nicht so krass taktisch uns groß Gedanken machen können, dann durch Einwechslung oder Auswechslung, weil wir einfach in verschiedenen Positionen schon viel auf dem Feld haben, was wir überhaupt im Kader haben. Alle Auswechslungen waren eigentlich dem geschuldet, dass die Jungs angeschlagen waren, verletzt waren oder vielleicht dann irgendwann auch die Power nicht mehr gehen konnten, ist auch klar. Und so ist das dann entstanden. 3 Spiele, kein Tor, 1 Punkt, was drückte schon, ne, auf Gemüt? Nö, ehrlicherweise gar nicht. Wir haben auch schon im Vorfeld auch aus Lotter-Richtung von der Vereins-Homepage gelesen. Wir sind ja Formkrise. Ich glaube, wenn wir uns unsere Spiele angeguckt haben, habe ich keine Formkrise gesehen, gar nicht. Wir haben super Form gehabt. Wir hatten höchstens vielleicht die fehlenden Ergebnisse, aber man muss auch sagen, dass wir einfach nur gegen Top-Teams gespielt haben. Aber selbst Wuppertaler SV ist ein Top-Team, egal wo die in der Tabelle stehen, ist ein Top-Team. Wir haben Top-Spieler. So, und ich glaube, wir müssen wissen, wo wir hingehören. Und das ist normalerweise ganz stark in den Abstiegskampf, so vom Name-Dropping in der Liga. Und wir sind da relativ souverän aktuell drüber. Und dass wir natürlich Tore schießen müssen, um Spiele zu gewinnen, ist klar. Aber unsere Defensive stand so gut, dass wir auch in den letzten Wochen uns darüber Punkte erarbeitet haben. Es hat immer wenig gefehlt, dass wir dann Tore geschossen haben. Wir haben oft so die zweitbestmöglichen Ergebnisse rausgeholt. Ne? In Duisburg, ich glaube, bestmöglich wäre das Unentschieden gewesen. Gegen Wuppertal, bestmöglich wäre der knappe Sieg. So, und dann haben wir halt auch mehr Punkte. So, und jetzt haben wir heute das Bestmögliche rausgeholt. Und das war das Ziel und das haben wir top umgesetzt. Ja, heute, die letzten 10 Minuten, war ja ein offener Schlagabtausch. Man hat ja, beiden Seiten hatte man die Chance, ne, entweder noch den Deckel draufzulegen oder Lotte den Ausgleich zu kriegen. Ne? War in Phasen schon ein wildes Spiel. Wichtig ist in solchen Phasen immer möglichst viel Struktur und Ordnung zu behalten. Denn Struktur und Ordnung sorgt dann zumindest für, dass ein bisschen der Zufall dann ausgeschaltet wird. Deswegen, ich stehe nicht so auf diese wilden Aktionen, aber ja, wir haben es am Ende ja auch einen Ticken besser gemacht. Gehen wir mal kurz auf die Bank. Die Verletzten haben wir gerade schon angesprochen. Wie sieht es jetzt aus? Hat der Trainer jetzt ein paar Baustellen für die nächsten Wochen? Ja, Pokal sieht am Mittwoch schon. Ne? Ja, wir haben in den letzten Wochen Riesenbaustellen gehabt. Die Baustellen sind jetzt heute eher größer geworden. Also von daher, ich bin keiner, ich heule nicht darüber. Es ist einfach, wie es ist. Man hat einen Kader, den hat man zur Verfügung, damit muss man arbeiten, dann muss man Glück haben und auch gut arbeiten, dass keine Verletzungen passieren. Heute hatten wir einfach das Unglück, Spielverlauf, keine Ahnung, woran es lag, aber es sind einfach dann Verletzungen, Ausfälle, in den letzten Wochen auch schon. Da müssen wir einfach weiter gut dosieren, müssen weiter gut steuern, müssen die Jungs schnell auf die Bahn bekommen. Da hoffe ich, dass, und das weiß ich auch, dass unsere medizinische Abteilung alles tun wird, was geht, und uns da für den Kader halt zu helfen. Aber ja, sicherlich extrem schmerzhafte Ausfälle. Ob jetzt die letzten Wochen schon Brocke und Peter, nur mal als Beispiel genannt, oder Vince ja auch schon mal eine Zeit, oder auch andere Ausfälle. Ja, und jetzt natürlich mit Matti, das tut auch schon richtig weh, ne? Gerade wenn dann ein Peter fehlt. Aber ja, das gehört zum Fußballerleben dazu, auch zum Trainerleben dazu. Von daher weiter nach vorne schauen. Kann man sich denn jetzt ein bisschen mit der U23 vielleicht ranziehen? Ja gut, wir haben ja in den letzten Wochen schon super zusammengearbeitet. Da auch nochmal von meiner Seite ein Riesendank und ein Riesenkompliment in Richtung Nachwuchs, aber auch vor allen Dingen in Richtung Luca Lausberg. Die letzten Wochen ist da unheimlich viel Support und trotzdem sind wir auf Kante.
Und wir tun da alles, glaube ich, in beide Richtungen, sowohl von nach oben als auch von oben nach unten, um uns irgendwie gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, dass je schwieriger die Zeiten sind, desto wichtiger ist dieser Support. Und dieses Miteinanderarbeiten habe ich in der Form auch noch nicht erlebt, glaube ich. Von daher werden da sicherlich noch mehr Jungs aus der U23 dann noch konstanter oder noch regelmäßiger oder noch mehr Jungs einfach dabei sein. Aber natürlich ist auch klar, Landesliga zur Regionalliga ist schon ein Riesensprung oder zwei Riesensprünge. Von daher muss man da genau schauen.